Hallo und herzlich willkommen zu Nubert präsentiert. Mein Name ist Sebastian Hennig, ich bin für das Online-Marketing bei der Firma Nubert zuständig und ich habe mir wieder unseren Entwicklungsleiter, den Markus Peter, dazugeholt, damit wir heute über die A125 und die AS225 aus der Nubox-Serie reden können. Hallo Sebastian. Hi. Da sind wir auch schon beim Thema. Nubox wird aktiv, sagen wir im Marketing so schön. Das heißt, zu unserer bisherigen passiven Boxenlinie kommen jetzt zwei aktive neue Modelle dazu. Einmal die AS225, eine Soundbar, und die A125, allesamt mit integrierter Endstufe, mit der man dann direkt loslegen kann. Frage an dich, Markus, ist in dem Fall natürlich, was waren die Schwerpunkte bei der Entwicklung von den beiden Modellen? Also speziell die Schwerpunkte auf der Sound-Performance-Ebene war natürlich auch bei der Nubox-Aktivierung, die intern schon ein lang gehegter Wunsch war, dass man auch mal Nubox aktiviert, dass man nicht das Niveau der aktiven Lautsprecher, wie wir sie jetzt in der Vergangenheit und in der aktuellen Generation hingelegt haben, verlässt, sondern dass es tatsächlich Bestand hat, auch in der Nubox-Linie. Aber es sollte natürlich etwas reduziert sein und auf das Wesentliche sich beschränken und nicht unbedingt so überladen mit Features sein, wie die aktuelle X-Generation zum Beispiel, die sehr, sehr vielseitig verwendbar ist. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ich hatte die A125 ein ganzes Stück lang an meinem Schreibtisch, am PC angeschlossen und ich war wirklich beeindruckt, wie gut der Klang ist. Also ich bin ein riesiger HiFi-Fan und für die kompakte Größe, das war schon richtig gut. Was ist der Trick? Wie habt ihr das hingekriegt in der Entwicklung? Also vor allem natürlich bei kleinen Lautsprechergehäusen kann man dank DSP-Entzerrung sehr, sehr viel rausholen. Aber natürlich auch die Basis-Performance und die Kernkompetenzbauteile der aktiven Generation, wie wir sie seither immer entwickelt haben, sind auch hier drin wieder eingeflossen, weil wir wollten keine Kompromisse bei der Sound-Performance eingehen. Ja, super. Auch keine Kompromisse haben wir bei der Anschlussthematik. Was haben wir da genau? Also wir haben den ganz klassischen und hoffentlich immer da bleibenden, auch in Zukunft analogen AUX-Eingang. Dann haben wir SPDIF-Eingänge, einen elektrischen, einen optischen und die folgen auch hin zu hoher Qualität. Und das sollte schon mal die meisten Anwendungsfälle erschlagen. Bei den meisten fehlen uns, glaube ich, noch definitiv der HDMI-Eingang, den wir für die Soundbar ja brauchen, und auch Bluetooth. Das sind Sachen, die wir in der Vergangenheit bei der Firma Nubert, ich sag mal, aus Kompatibilitätsgründen oder anderen Sachen einfach ein bisschen hinten überfallen lassen haben, weil wir gesagt haben, das ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger und wir wollen da von unseren Kernkompetenzen nicht abrücken. Jetzt haben wir es gemacht und ich denke, das war sicherlich eine Herausforderung in der Entwicklung. Was war da genau das Entscheidende, um das hinzubekommen? Also entscheidend war vor allem jetzt in jüngerer Zeit, dass die HDMI-Schnittstellen sich einfach, man kann vielleicht grob sagen, stabilisieren. Also dieser AAC-Standard für Audioformate oder Audioübertragung über HDMI-Komponenten miteinander verbunden, sich einfach langsam so etabliert hat, dass man sagen kann, okay, eine Vielzahl der Geräte wird kompatibel sein. Und so schaffen es auch mir dann, unseren HDMI-Eingang, sagen wir mal, maximal kompatibel zu machen gegenüber den verschiedenen Herstellern, was Fernseher oder Zuspielgeräte anbelangt über HDMI. Und der Komfort ist natürlich gegeben, dass man sagen kann, man hat nur noch eine Fernbedienung als Anwender an der Hand und hat den Mehrwert, dass eben zum Beispiel die Lautstärkeregelung oder die An-Ausschaltautomatik über eine Fernbedienung mitrealisiert werden kann. Daher haben wir uns für HDMI mittlerweile und auch schon seit etwas längerer Zeit in der Nubo X-Generation zum Beispiel entschieden, weil es einfach jetzt nach unserem Aspekt stabil genug ist, dass man es vertreten kann. Und beim Thema Bluetooth? Beim Thema Bluetooth ähnliches, in grün kann man sagen, obwohl in blau. Ja, natürlich. Aber tatsächlich auch seit AppTags zum Beispiel, also AppTags HD-Standards oder AppTags allgemein, ist jetzt einfach ein Thema, wo man sagen kann, okay, Bluetooth ist jetzt so stabilisiert oder etabliert, dass man seit diesem Standard wirklich davon ausgehen kann, dass man auch rückwärtskompatibel ist, dass ältere Geräte zum Beispiel auch sich mit so einem Bluetooth-Gerät koppeln können, es keine Übertragungsprobleme gibt oder Kompatibilitätsprobleme. Aber genauso haben wir jetzt auch einen Audiostandard, der qualitativ einfach auf einer Ebene ist, wo man sagen kann, das ist kein zu starker Rückschritt. Damit kommen wir klar. Das wollen wir unseren Lautsprechern oder Produkten auch mitgönnen. Ja, ich meine, zur einfachen Verbindung bietet sich natürlich ein Smartphone mit Bluetooth ABTX auf jeden Fall an. Durchaus. Ja. Und da sind wir schon beim nächsten, einfache Anwendung.
Wir sehen ja im Vergleich zu unseren anderen Aktivlautsprechern jetzt kein Display, keine Schaltelemente, sondern nur so ein kleines rundes Pünktchen, was hier gerade auch leuchtet, und unsere Fernbedienung. Ich fand das super in der Anwendung, weil ich musste mir nur noch 5 Farben merken für die unterschiedlichen Eingänge. Lauter, leise kriege ich sowieso mit. Und das war für mich wunderbar einfach. Was hat euch in der Entwicklung dazu bewogen, ich sage jetzt einfach mal diesen Schritt zur Einfachheit, diesen Mut zur Lücke, dass man kein Display mehr hat, zu gehen? Also definitiv ein ökonomischer Faktor stand da im Vordergrund, weil so ein Display an sich in einem Lautsprecher, in einem Aktivlautsprecher gar nicht so einfach in der Handhabung ist. Es muss irgendwie luftdicht sein, es muss Vibrationen aushalten können und letzten Endes zeigt uns das Display in so einer Soundbar unter einem Fernseher schätzungsweise einen statischen Wert an, der uns vielleicht gar nicht permanent interessiert. Und gerade in dieser Anwendung der AS225 oder dem kleinen Soundbar der A125 braucht man nicht unbedingt dieses Display. Also man kann schätzungsweise gern darauf verzichten. Und gerade so eine Fernbedienung, ich schnappe sie mal kurz her, die bietet einfach ganz intuitiv schnell die Eingangswahl und ich habe ein statisches Feedback in der Farbigkeit von der LED und that's it. Ja, und gerade in Verbindung mit der wahrscheinlich häufigsten Anwendung von der Soundbar mit HDMI, da hast du ja gesagt, da kann ich ja dann auch die Fernseherfernbedienung nehmen. Das heißt, ich brauche gar kein Display unbedingt. Heutzutage reicht halt einfach die Fernseherfernbedienung oder unsere beiliegende, weil wer will schon bei einer Soundbar vorne ans Gerät laufen, wenn er lauter leiser machen möchte? Das war ja sicherlich auch dann ein wichtiger Punkt dabei. Unbedingt ja, einfach ein Komfortfaktor. Wahrscheinlich wird eine Soundbar auch gern nicht gesehen, also sollte verschwinden irgendwo, sich integrieren in die Möbellösung vom Fernseher. Ja, bisher haben wir ja über beide Geräte so gesprochen, als wäre es eins. Da sind wir auch schon ein bisschen beim Punkt, denn die technologische Plattform, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja weitestgehend gleich. Was sind denn jetzt genau die Gemeinsamkeiten zwischen dem Pärchen und der Soundbar und was sind die Unterschiede? Also ganz richtig angesprochen, die Basis, die Technikbasis ist so gut wie exakt gleich. Die Mechanik unterscheidet sich aber natürlich augenmerklich. Die Soundbar selber, also die AS225, in einem Gehäuse untergebracht, hat etwas mehr physisches Volumen, akustisches Volumen. Also sie arbeitet etwas einfacher mit der gleichen Verstärkerleistung, resultiert einfach in einem besseren Tiefgang. Also sie kann einfach ein paar Hertz tiefer spielen und hat auch dementsprechend einen guten Druck, also für den Fernsehton zum Unterstützen. Auch durchaus mal für einen Kinofilm oder sowas tauglich. Ne? Das geht dann schon auch. Ist nicht unbedingt jetzt so, dass man sagen kann, das geht für diese Größe gar nicht. Dann das Soundpaar selber, also die A125, die sind physisch distanziell natürlich besser für ein Stereo-Dreieck. Also ich kann das Soundpaar schön auseinanderstellen und mir eine bessere Stereo-Basisbreite schaffen, das wiederum die Soundbar nicht so leicht schafft, weil sie halt eben, so wie sie ist, nicht unbedingt ideal ist von der Distanz her, was die Stereo-Basisbreite anbelangt. Und ferner haben wir noch als großen Unterschied, dass wir zum ersten Mal eine Aktive verwenden. Das heißt also, von diesem Stereo-Soundpaar gibt es einen Lautsprecher, der beherbergt die ganze Elektronik und die Intelligenz, kann man sagen, und gibt mit einem Lautsprecherkabel, einem vierpoligen, im Grunde an einen passiven Lautsprecher das vollaktive Signal weiter. Also der Hochtöner und der Tieftöner hat der passiven Lautsprecherbox, also die zweite Variante, haben trotzdem noch ihren eigenen Verstärker, bleiben voll aktiv, auch über den DSP kontrolliert, sind aber über ein Kabel angesteuert. Und das macht die ganze Sache weitergehend ökonomisch, aber eben anwenderspezifisch. Also ich habe hier ein Objekt, mit dem ich umgehen muss und das ist meistens in der Fernsehsituation ideal, weil ich will es ja auch oft einfach nur verstecken. Und in der Stereo-Situation mit dem Soundpaar habe ich zwei Objekte, um die ich mich irgendwie kümmern muss im Raum, aber habe dafür auch die Möglichkeit, mir eine optimale Stereo-Situation zu schaffen. Ja, und das erklärt ja auch, warum wir erstmalig Lautsprecher als Pärchen verkaufen. Das machen wir ja sonst bei der Firma Nubert nicht. Eben weil der passive Slave überhaupt nicht ohne den aktiven Hauptlautsprecher in irgendeiner Weise funktioniert. Deswegen das quasi als Pärchen nur verkauft wird. Genau, ja. Also definitiv wird es schwierig, wenn sich jemand jetzt einen davon kaufen will. Also den aktiven könnte ich für sich betreiben, ist aber unsere Anwendung überhaupt nicht. Also es wird wirklich als Pärchen vertrieben. Jetzt nutze ich aber mal ganz kurz die Gelegenheit, stelle mal eine Frage zurück. Wie kam eigentlich Soundbar und Soundpaar? Weil schon während wir darüber reden, fällt es mir wahnsinnig schwer, die zwei Sachen auseinanderzuhalten. Das ist wie ein Stolperstein, also was komisch Sonderbares. Erklär mal. Ja, also
Das ist eine typische Marketinggeschichte natürlich. Dafür haben wir versucht, genau diesen Stolperstein, der sich sprachlich ergibt, zu nutzen. Also in der Besprechung war es so, wir haben die beiden Produkte hingestellt bekommen und die technologische Basis ja vorgestellt bekommen. Und da war uns dann klar, Mensch, so groß ist der Unterschied gar nicht. Die Anschlüsse gleich, die Anwendung eventuell auch gleich. Hier kann ich mir was unter den Fernseher stellen und wer das optisch nicht mag, kann sich links und rechts daneben das Modell stellen mit einem 3 Meter Kabel, das beiliegt, verbunden, kein Problem üblicherweise und eine wunderschöne Stereo-Lösung kreieren. Und deswegen haben wir dann genau diesen Stolperstein und diese Ähnlichkeit, du sagst es ja, das klingt fast gleich, genommen, um das Soundpaar praktisch den Leuten näher zu bringen. Denn ganz klassisch denkt ja jeder beim Fernseher heutzutage, Mensch, da brauche ich eine Soundbar. Stelle ich drunter, stelle ich davor, alles gut. Aber hier sind wir wirklich bei einer Geschichte, wo wir sagen können, ich kann links, rechts meine Stereoanlage damit auch noch ersetzen, kann ich auch am Fernseher setzen und deswegen der Begriff Soundbar so ein bisschen. Und das bringt uns ja auch schon zu den Anwendungsmöglichkeiten. Die Nubox A125 ist ein bisschen flexibler als die AS225, weil ich eben die Breite auseinanderstellen kann oder auch enger zusammen. Je nachdem, wie weit ich auch davon wegsitze, macht das Sinn. Kann die am PC benutzen, ich kann sie am TV benutzen, ich kann hergehen und sagen, Mensch, das ist eine super Lösung für ein Jugendzimmer, wo mein Sohn oder meine Tochter nur noch mit dem Handy zuspielt, also eine reine Bluetooth-Lautsprecher-Geschichte auf einem hohen Klangniveau. Oder ich kann auch sagen, in jedem anderen Bereich, wo ich einfach ein kleines Stereo-Pärchen haben möchte, stelle ich hin, brauche noch einen Zuspieler und schon geht's los. Okay. Ja, und das war so ein bisschen der Hintergrund, Soundpaar, Soundbar. Wir wollten einfach die A125, die wir auch eine sehr tolle Lösung für, nicht so unten umkippen lassen, neben der Soundbar im Vergleich. Okay. Ja, dann haben wir natürlich ganz klassisch daran anschließend die Frage, du als Techniker, als derjenige, der maßgeblich die Entwicklung von dem Angestoßenen geleitet hat, würdest du für den Fernsehbetrieb ganz klassisch eine Soundbar nehmen oder unser Soundpärchen? Also ich denke, zeitaktuell für den Fernsehbetrieb wird die Soundbar sein. Einfach nur, weil man sie wirklich in die Möbelsituation viel schöner integrieren kann. Ich würde aus technischer Sicht immer zum Soundpaar greifen, weil das Soundpaar lässt sich einfach optimaler stellen. Aber für das haben wir ja auf unserer Plattform auch ein DSP. Ein DSP selber ist ja nicht nur immer die, sagen wir mal, das goldene Hilfsmittel dazu, einen Frequenzgang toll hinzubekommen, sondern man kann den ja auch ausnutzen, um, sagen wir, ungünstige Verhältnisse wie jetzt bei so einer Soundbar in den gedrungenen Abmaßen, also was die Stereoablichtung anbelangt, ein bisschen mehr zu unterstützen. Dafür kann man den DSP auch nutzen. Und das machen wir zum Beispiel bei dieser AS225, aber auch bei dem bei der A125, also bei dem Soundpaar, dass wir einen DSP-Algorithmus verwenden, mit dem man dann auch die Stereobasisbreite in der AS225 unterstützen kann bzw. erweitern kann, ohne das Klangbild zu sehr zu unterdrücken. Darf ich da ein bisschen kurz eingrätschen? Ja, gerne. Das klingt sehr dicht an dem, was wir beim letzten Mal hatten mit der Nupro XS7500, die White-Geschichte, wo wir ja auch so ein livehaftes Gefühl einfach in die Aufnahmen reinbringen konnten. Das haben wir also hier in der gleichen Technik oder gibt es da technische Unterschiede auch integriert? Es ist vergleichbar, die Technik, und der DSP ist auch vergleichbar. Also das kommt alles so aus einer Familie raus, auch wenn es da Unterschiede natürlich zwischen der Hardware gibt. Aber in dem Punkt ist es ein vergleichbarer Algorithmus. Er ist nur in zwei Stufen gefesselt, will ich mal sagen, einfach damit es einfacher in der Anwendung wird. Und das zeige ich nochmal auf der Fernbedienung. Also wir haben einfach zwei dedizierte Knöpfe für Movie und Music, Musik und Film schauen. Die haben wir uns einfach so lange eingependelt als Optimum ausgesucht, um wirklich gerade vor allem im Fall der AS225 sinnvoll zu unterstützen, gerade in der Fernsehsituation zu sagen, okay, ich höre jetzt ein bisschen mehr Musik oder bevorzugt auch mal einen Film und ich möchte diese nicht unbedingt optimalen Platzverhältnisse oder Stereo-Ablichtungsverhältnisse, die ich mit dem Soundpaar einfach aufbauen kann, weil ich sie physisch voneinander so weit auseinanderstelle, wie ich es brauche, aber eben bei diesem Eingehäuse-Typ nicht so einfach funktioniert. Mit der Funktion kriege ich das sinnvoll unterstützt. Und das ist die Richtung, wo ein DSP natürlich nochmal viel dazugewinnen ist in solche Applikationen heutzutage. Ja. Und das bringt uns auch schon so ein bisschen zu einem Blick über den Tellerrand. Wir haben natürlich auch, wie gerade angesprochen, noch größere Soundbars wie die Nupro XS7500. Da hatten wir letztens auch ein Video zugemacht.
die deutlich breiter ist und dann nochmal das Feature hat, noch breiter zu wirken durch die DSP-Features. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch so ein bisschen aus im Vergleich zu anderen Herstellern. Gerade ihr in der Entwicklung macht da keine Kompromisse. Ihr sagt, jetzt haben wir ein tolles Feature mit der Stereo-Verbreiterung. Das möchten wir auch in unserem kleinsten Modell drin haben, weil es einfach sinnvoll ist. Ja, definitiv. Also Rückschritte sind da immer schade. Und gerade was sinnvolle Artefakte waren von der bisherigen Nubo X-Generation, wollte man natürlich auch runterbrechen in die jetzt aktive Nubox. Also wirklich, sagen wir so, wie soll man sagen, ein bisschen die Nice-to-have-Features mit rausnehmen und einfach in eine simple Lösung reinstricken. Ja, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Das war auch schon unser Video. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Und euch natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.